Brock Lesnar ist für die heutige Raw-Episode bestätigt worden. Er wird in einem Highlight-Reel-Segment mit Chris Jericho zu sehen sein und vermutlich über seine Attacke auf Roman Reigns zu sprechen kommen. WWE-Entwicklungstalent La Sombra hat, wie berichtet, sein WWE-Debüt bei einem NXT-Live-Event gegeben. Aktuelle Berichte besagen, dass der Ex-CMLL-Star sehr viel Zuspruch erhalten hat, vor allem aus Mexiko. Dort gilt die Meinung, dass ein WWE-Erfolg von La Sombra auch Türen für weitere mexikanische Talente bei WWE öffnen könnte. Roman Reigns hat ein WWE-Live-Event verpasst, für das er allerdings angekündigt worden war. Nun wurde berichtet, dass es sich hierbei nicht um eine Verletzung von Roman Reigns handelt, sondern lediglich um Reiseschwierigkeiten. Der 30-Jährige hat es nicht rechtzeitig vom WWE-Live-Event in Indien nach USA geschafft. Am Dienstag startet eine neue Staffel Total Divas. Bei Raw könnte ein Angle entstehen, bei dem auf Total Divas gehypt wird, um mediale Aufmerksamkeit zu kreieren. Es gab Gerüchte über ein zukünftiges WrestleMania-Match zwischen Roman Reigns und The Rock. Reigns sagte in einem Interview, dass er nicht abgeneigt wäre, gegen seinen Cousin in den Ring zu steigen. AJ Styles wird nach aktuellem Stand nicht beim Royal Rumble debütieren, sondern bei der Raw danach. Man plant, dass beim Royal Rumble eine Vignette zu Styles ausgestrahlt wird, um ihn dann bei Raw danach debütieren zu lassen. Dies ist auf die Angst von WWE zurückzuführen, dass Styles beim Rumble herauskommt und keine Reaktionen bekommt, da er einfach zu unbekannt ist. Die Karriere von AJ Styles neigt sich übrigens bald dem Ende zu, wieso er auch direkt ins Main Roster gelassen wurde. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass er zwangsläufig groß gepusht wird, ein Upper-Mid-Card-Run wäre aber durchaus im Bereich des Möglichen.